Ja, hallo zusammen zu einer weiteren Folge Mass Effect Andromeda. Und beim letzten Mal haben wir herausgefunden, dass hier jemand die Pläne für die Patrouillen verkauft, für Drogen. Und wir sprechen jetzt einfach mal mit Rutan, der hier für die Sicherheit zuständig ist. Hey, dieser Asari, Nyeth, hat ihre Patrouillenpläne an die Plünderer verkauft. Ich wusste es, verdammter Junkie. Danke für die Info. Man sieht sich. Das war jetzt alles? Ja, klar. Hä? Wollt ihr mich verarschen? Ihr wollt mich doch wirklich verarschen, ne? Das ist jetzt ja Blödsinn. Da ist aber irgendwo noch eine Quest. Ich weiß zwar noch nicht wo, aber irgendwo ist hier noch eine. Vielleicht da drinnen. Man weiß es nicht. Wir gucken auf jeden Fall. Ah, sieht gut aus. Was haben wir da? Alles nehmen. Neuer Eintrag, das Investor ist voll. Dieser Vidal hat Wort gehalten. Hat zwar relativ hohe Gebühren, der Mann, aber er hat alles auf meiner Liste besorgt. Okay. Trasia. Ich sehe schon, Sie sind nicht wie die übrigen Anfänger hier. Wie kommen Sie darauf? Ihre Ausrüstung, sie ist hochwertig, wie alles an Ihnen. Was soll ich sagen? Ich will eben nur das Beste. Dann sind Sie genau der Mann, den ich brauche. Als die Verbanden nach Kedawa kamen, versteckten sie überall in den Badlands Lager mit Vorräten von der Nexus. Größtenteils Schrott, abgelaufene Proteinriegel und Rationen. Aber es waren auch ein paar erstklassige Waffen direkt aus der Waffenkammer dabei. Na dann. Und woher wissen Sie das? Ich habe geholfen, sie zu stehlen. Das Problem ist, dass diese Waffen für den Abschaum hier unten viel zu gut sind. Mhm. Und ich kann in Kedawa Port keine Waffen verkaufen, ohne dass Sloan einen Teil davon abbekommt. Aber der Nachpunkt des Lagers? Wären Sie daran interessiert? Für einen fairen Preis gehört er Ihnen. Klar, gib her. Wir sind im Geschäft. Wunderbar. Hier ist der Nav-Punkt. Bis dahin können Sie sich gerne schon mal mein aktuelles Angebot ansehen. Dann lass doch mal gucken, was du hast. Verbessertes Ordnung. Ja. Was soll denn das kosten? Wo ist das hier markiert? Hallo? Was hast du jetzt hier markiert? Ach so, hier, 1600 kostet das Ding. Ja, das möchte ich haben, wenn es geht. Handel bestätigen. Okay. Nehme ich auch mal. Okay, nehmen wir auch mal hier. Alles für das Auto. So, was ist das? Nee, in Rot will ich den nicht. Auch nicht in Initiative. Was ist das denn? Okay. 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 Ich weiß nicht, ob man das braucht. Ich nehme es einfach mal. Kostet jetzt ja nicht so viel. Handel bestätigen. Die verkauft hier jede Menge anderes Zeugs. Aber ich glaube. Okay. Ja. So. Was hast du denn hier noch an Präzisionsgewehren? Hat nichts, da oder nicht? Okay, da bin ich dann raus. So. Was willst du denn hier wieder? Achso. So, dann hätten wir die Quest auch. Gucken wir auf die Map.
Ja, ich liebe es, dass ich nicht rausscrollen kann. Ja, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, wir fahren erstmal bis hierhin, setzen uns da einen Navpunkt und gucken uns das Ganze dann an. Ach, wir können hier oben nochmal gucken. Hier waren wir auch noch nicht. Hallo Techniker. Wie sind Sie hier reingekommen? Durch die Tür? Ich habe meine Beine benutzt. Genau. Tja, dann benutzen Sie sie jetzt mal, um wieder zu verschwinden. Fick dich. Ich möchte Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Na schön, aber machen Sie schnell. Sag mir doch mal was über den Windpark. Versorgt dieser Windpark Kedera Port mit Strom? Ja, genau wie alles andere in der Gegend. Was natürlich nicht heißt, dass uns dafür irgendjemand dankbar wäre. Nein, sie kontaktieren uns nur, wenn irgendwas kaputt ist. Sloan zahlt ihnen kein Schmiergeld. Nicht genug. Dieser Job ist riskant. Ich hätte eine Gefahrenzulage verdient. Was machst denn du so? Was machen sie hier? Ich sorge dafür, dass ich die Turbinen weiterdrehe. Was im Übrigen beinahe an ein Wunder grenzt, wenn man bedenkt, wie viele Plünderer hier ständig irgendwelche Teile stehlen wollen. Okay, danke. Danke für Ihre Gut, dass Zeit. Wir drüber gesprochen haben. Ja, ja, schon gut. Lassen Sie mich jetzt einfach weiterarbeiten. Jojo, mach du mal. Was steht denn da? Ich glaube, dass niemand hier den Plünderern... Nee, nicht wirklich. Das hatten wir schon geklärt. Ist hier noch irgendwas? Nope. Das war's hier oben. Du stehst und hältst dich daran fest, oder was machst du? Na dann. Dann machen wir uns hier erstmal wieder vom Acker. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist hier auch nichts mehr. Damit sind wir questtechnisch mehr oder minder hier durch. Es waren ja nur die beiden. Haben wir da drinne? Ich guck lieber nochmal. Ich will mir auch sicher gehen hier. Mein Datenpad. Nee, das haben wir schon. Ach, da ist Trasit, genau. Wollte ich sagen, hier waren wir schon. Okay, dann sind wir hier, glaube ich, mehr oder weniger durch. Oder hast du noch was zu sagen? Ja? Was halten Sie von Kedera? Es riecht wie faule Eier und saure Milch. Dann bereuen Sie es also, dass Sie die Nexus verlassen haben? Pathfinder, ich bereue, dass ich die Milchstraße verlassen habe. Aber ich habe auf Kedera eins gelernt. Ich habe gar keine Zeit, irgendwas zu bereuen. Wer nicht in der Gegenwart lebt, stirbt bei den Gedanken an die Vergangenheit. Okay, aber das hatten wir, glaube ich, schon. Wer betreibt den Windpark? Er ist ein gemeinsames Projekt. Alle helfen mit, damit die Turbinen laufen. Aber ich und der Salarianer, wir sind die einzigen ausgebildeten Techniker. Es ist daher natürlich, dass wir das Sagen haben. Okay, was ist denn mit dem Salarianer? Hat der Salarianer auch einen Namen? Ja, und wenn er jemals freundlich zu mir wäre, würde ich ihn auch benutzen. Bis dahin bleibt er einfach der Salarianer. Okay, der war ja auch nicht wirklich freundlich. Ja, klar. So, dann werden wir uns mal einen Weg zur Karre machen. So. Gucken wir auf die... Oh ja, okay. 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 Also besonders die verbesserten Ortungssysteme hoffe ich, dass sie auch wirklich mal was helfen. So, weiter geht's hier den Weg, würde ich jetzt mal so behaupten. So. Ja, ja, Scheißviecher. So, wieder. Mit Gesetzlosen.
ist Ihnen nicht auch unheimlich, John? Oh, Scheiße. Ein Bot, der in Briners Gehirn flüstert, seine Gedanken hört? Überhaupt nicht. Ich würde es gerne mal auseinandernehmen. So. Und sehen, wie alles funktioniert. Dafür wollte ich allerdings mehr Informationen und Baupläne. Ich will so. Dann gucken wir uns. Ja, kann's wieder runter. Na dann, Thema beendet. Dann wollen wir mal. Was ist hier los? Entdeckung. Entdeckung. Danke. Oh nein, das war dumm. Entdeckung, Entdeckung, Entdeckung. Arschlöcher. Wo denn? Denn hier noch Stress? Ach, da. So, danke, saubere Teamwork. Sehr schön. Dann können wir die Waffe mal wieder wegpacken. Schrotfinde, Lauf 4. Okay. Na, super. Gehen wir mal ins Inventory. Ich liebe es echt. Ich liebe es. Inventar. Ich weiß noch nicht mal, was ich dann jetzt hier wieder schön auseinandernehmen soll. Das ist doch scheiße. So, Mods, da können wir uns mit Tod werfen irgendwie. Panzerung. Da ist auch was Neues dabei. Ja, Forschung. Okay, Panzerungsbaupläne, ein Träumchen. Prozent Begegnung EP. Ja, super. Was denn? Zerlegen. 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 Und jetzt müssten wir eigentlich wieder genügend Platz haben, um die Scheiße auch aufzunehmen mit Testen. Ja, das hat geklappt. So, wo war jetzt dieses blöde Datenpad da vorne? Mal gucken, was da so schönes geschrieben steht. Wir haben einen von Ihren Verbannten ertappt, wie er in unserem Lager rumgeschnüffelt hat. Wollen Sie ihn zurück? Dann muss sich das für uns lohnen. Bringen Sie eine Aha. Weiß ich jetzt auch nicht, was ich da waren. Ihre Freunde vom Kollektiv. Sieht aus, als wollte das Kollektiv die Verbannten erpressen. Ich frage mich, ob es funktioniert hat. Der beigefügte NAV-Punkt wurde entfernt, Pathfinder. Ich kann den Übergabeort nicht ermitteln. Und du könntest ihn auch nicht wiederherstellen, ja? Ach ja. Ja, dadurch haben wir jetzt aber auch keine neuen Quests hier. Das beruhigt mich jetzt, weil man kann sich ja nicht von Quest zu Quest eiern. Ne? So, ab zu der Karre zurück. So. La 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 la. Wir hatten jetzt schon länger keine Cats mehr. Na, lebst du noch? Du lebst noch, dann überfahre ich dich nochmal. So, jetzt aber gut, ne? Ja, wollte ich sagen. Ja, ups, trifft es übrigens. So, jetzt ist die Frage, ich glaube, wir müssen weiter in die Richtung. Schwefelquellen, neue Orte entdeckt. Na dann.
Aber ich muss auf jeden Fall, wenn ich das richtig sehe, ist das die Richtung in der da vorne? Ist es ja. Auf jeden Fall ist es die richtige Richtung. Können wir uns über das unterhalten, was Ihre Leute die Genophage nennen? Sie wollen mit mir ganz entspannt über eines der schmerzhaftesten Themen im Leben eines Korganers plaudern? Ja. Mein Clan ist stärker als die meisten. Aha. Und diese Reise, naja, sagen wir warte mal. Wir arbeiten daran. Aha. Hallo. Würden wir mal jetzt da fahren oder so? Aber, wartet mal. Also, da hinten sagt er. Oder habe ich mir jetzt einfach nur blindlings irgendeinen rausgesucht? Ja, da ist nur die Kiste. Ich würde sagen, das machen wir jetzt, weil das da, die Kiste ist jetzt so sekundär, wie sie sekundär sein kann. Deshalb folge ich doch lieber der Quest da vorne. Okay. So. Ich habe es gerade eben noch gesagt, wir hatten die ganze Zeit nichts mit Cat zu tun. So. So. Pathfinder. Wayne Tariffs Aussage zufolge ist der Cat-Transponder hier in der Nähe vergraben. Okay. Ich hoffe, es gibt hier keinen Stress. Aber es sieht so ruhig aus. Na dann. So. Da irgendwo, da. Aha. Ich habe ihn gefunden. Es ist eindeutig defekt. Die Energiequelle des Transponders ist erschöpft. Dann laden wir ihn wieder auf. Sobald er aktiv ist, kann Gil seine Magie wirken. Anschließend sollten wir die Position des Archons ermitteln können. Danach auch die Meridians. Damit sind wir unserem Ziel, uns in Helios ein Zuhause aufzubauen, einen großen Schritt näher gekommen. Na klar, Kleiner. Naja, man wird hier nicht wirklich ernst genommen. Okay. Dann da haben wir das nun erledigt ist, könnten Sie vielleicht mit Reyes über die Morde in Kandera Port reden? Okay. Ja, nee, erstmal nicht. Erstmal haben wir noch genügend zu tun, sage ich jetzt einfach mal. Wo habe ich jetzt meine Karre geparkt? Da hinten. Ach, da unten ist er. So. Ich möchte jetzt mal zumindest die Queste, die wir hier so haben, für uns erledigen. Und das sind noch einige. Leck mich doch am Arsch. Was ist denn das hier? Interessanter Ort. Den sollten wir uns vielleicht mal angucken. Aber ich glaube, dass es einfacher wird. Nee, wir machen erstmal das hier. Na, super. Pflanzenproben sammeln. Yay. Das sind so sehr meine Lieblingsquests. Da geht mir doch richtig an, aber ab. So. Kann ich mal eben hier so ein... Nein. Hier so einen Punkt hinsetzen irgendwie. So. So, da hinter dem Stein irgendwo, würde ich behaupten. Pathfinder, meine Sensoren registrieren eine Andromeda-Pflanzenprobe in der Nähe. Na, das ist ja doch mal ein Traum.
Aha. Wo soll die jetzt sein? Na, nun ist sie weg. Okay. Aha. Dieses Gebiet würde sich für einen Außenposten der Initiative eignen, Pathfinder. Damit er langfristig erfolgreich sein kann, müssen Sie allerdings das Problem der Wassertoxizität auf Kandera lösen. Ja. Die Frau, die hier das Sagen hat, hegt einen Groll gegen die Initiative. Ich bezweifle, dass sie es Ihnen erlauben wird, sich hier anzusiedeln. Was ist mit dem Scharlatan? Das Kollektiv wird immer mächtiger. Da wir nicht wissen, wer der Scharlatan ist, könnte Sloan unsere einzige Option sein. Möglicherweise kann uns ja Mr. Vidal weiterhelfen. Okay, so. Was haben wir denn jetzt hier noch? Opferzahlen, da wird wohl eine Leiche zu finden sein. Okay, und das war gleich ein Erinnerungsauslöser. Na dann, ja, ist klar, dass wir hier keine Base bauen können, ohne dass wir dieses ganze Zeus hier irgendwie ein bisschen weniger machen. Da wird so schnell keine Base von uns hinkommen. So, durchs Wasser fahren war mal der Karre ja nicht angesagt. Also fahren wir außen rum. So. Ah, da ist der Erinnerungsauslöser. Den holen wir uns doch gleich mal. Was ist das hier? Er scheint unter die Erde zu gehen. Ich hoffe, es gibt einen Weg darunter. Ansonsten brauchen wir einen echt großen Bohrer. Okay. Na, Blödsinn. Ja, die G-Taste ist heute nicht so meine Welt. Aber ich will mir erstmal den Erinnerungsauslöser holen. Das dürfte deutlich einfacher sein. So. Noch ein Erinnerungsauslöser? Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Gehen okay. Sie zum Kern auf dem Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Und da gibt es eine blöde Pflanze oder eine Leiche? Wird wohl eine Leiche sein. Dann holen wir uns die jetzt mal. Beziehungsweise scannen sie einfach, weil holen möchte ich sie eigentlich gar nicht, weil die liegt wahrscheinlich wieder ganz eklig irgendwie im Wasser. Okay. Schöner Tag für einen Spaziergang. Was? Beachten Sie unseren Freund hier gar nicht. Da war's doch. Noch ein Mordopfer. Ich habe die relevanten Informationen erfasst. Okay. Ja, was soll ich sagen? Nicht nett. Das ist ja so. So, gucken wir auf die Map. Hier ist maximal noch eine Kiste, die mich jetzt echt nicht tangiert. Den könnten wir uns als nächstes holen. Ja, würde ich mal sagen. Ja, dann hier mal erstmal den scheiß Scanner. Na, Mann. Ich und die G-Taste werden heute keine Freunde, um es mal deutlich zu sagen. So. Dumm-di-dumm-di-dumm. Huch, das war jetzt nicht. Da steht unsere Karre ja. So, ihr Lieben, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und sage mal bis demnächst einmal, vielleicht bei einer weiteren Folge Mass Effect Andromeda. Und ja, lasst es euch gut gehen. Bis dann, dann. Tschüss. Das Unbekannte zu erforschen und herauszufinden, was dahinter liegt.
Die gesamte Initiative droht zu scheitern. Keine der goldenen Welten ist bewohnbar. Wir müssen neue Ressourcen finden. Aber dafür brauchen wir Leute. Wir brauchen mehr denn je einen Pathfinder. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. Thinking I can see through this, see what's behind. Got to get to prove it, so maybe I'm lying. Das wird nicht unsere Heimat. Ich bin dazu bestimmt, das Unbekannte zu erforschen. Wer sind diese Kerle? Besucher, wie wir. Und schaffen Sie sie ins Shuttle! Gut gemacht! Teil der ersten Welle von Archen, die Andromeda erreichen. Die neue Heimat der Menschen.